Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir sind hier, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was wir jetzt machen sollen. Aber wenn ich es gerade richtig sehe, sollen wir ein paar Untote umhauen gehen oder umhauen gehen. Wie auch immer. Also legen wir da mal direkt los. Ja, insgesamt war... Ich kann ja mal jetzt direkt, während wir auf dem Weg uns rüber machen zur Gemeinde Sternenkrone. Na wunderbar, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Ladeprobleme. Drehen wir uns mal anders um. Naja, dort sieht es auch nicht besser aus. Ja, werde ich mehr oder weniger blind wieder laufen. Einfach, weil ich irgendwie hier in Kinos ständig diese Ladeprobleme habe. So, wir müssen zur Gemeinde Sternenkrone. Genau, hier müssen wir rein. Kann ich ja mal ein bisschen was über die Woche erzählen. Da war ich ja jetzt stehen geblieben. Wo fange ich an? Ich glaube, ich fange mal einfach mit dem Mittwoch an. Montag und Dienstag waren jetzt nicht so interessant. Mittwoch habe ich erstmal schön eine LK-Klausur geschrieben. Ja, ich bin jetzt noch in der Schule, bin jetzt kurz vorm Abitur. Und ja, dann am Mittwochnachmittag ist mir dann aufgefallen, ich hatte ja an diesem Gewinnspiel von dem Kryo teilgenommen, ist mir natürlich die ganze Zeit entfallen und da ist es mir dann erst eingefallen, dass ich ja, dass da noch eine Umfrage war. Ja, musste ich also mal gucken, dass ich ein paar Leute auftreibe und so weiter, die das sich gerne mal angucken wollen. Haben sich ja jetzt glücklicherweise jede Menge gefunden und wenn es wirklich so weitergeht, wie der jetzige Stand bei dieser Aufnahme ist, dann... dürfte ich eigentlich mit dem Herrn Kryo ein Let's Play Together von Black Ops 2 machen. Da kann man sich jetzt streiten darüber, ob das nun ein gutes Spiel ist oder nicht. Ich selber bin der Dinge, es ist eigentlich ein Spiel, was auf jeden Fall spielenswert ist. Es ist so wie die meisten Spiele einfach. Ob einem nun der Stil gefällt oder nicht, ist halt... persönliche Sache. Ich meine, hier EverQuest 2 sagt ja auch nicht jedem zu. Und ich meine, mit meinem Let's Play-Kanal kann ich ja, habe ich ja die Möglichkeiten, möglichst viele ich sag mal, Spielbereiche abzudecken. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man hier spielen kann. Also ich kann ja wirklich quasi alles spielen. Das ist ja nicht das Problem. Wir machen ja auch fast alle Arten von Spielen Spaß. Ich habe zwar lange Zeit, habe ich die Shooter immer gescheut, aber mittlerweile bin ich auch den nicht mehr ganz abgeneigt. Ja, haben wir eine Schatztruhe auch gleich nebenbei gefunden. Gehen wir mal hier runter. Huch. Eine arkane Barriere versperrt uns den Weg. Kommst du nicht rein? Was ist das da? Seite, die müssen wir... Achso, wir müssen ja die verstreuten Tagebuchseiten des Ketzers auch finden. Okay, müssen wir mal auch noch das Stückchen, was wir gerade abgelaufen, wo wir hergekommen sind. Ja. Das können wir noch mitnehmen. Da ist auch noch mal eine. Huch, jetzt habe ich den Typ neben uns übersehen. So, verstärkten Feuerball. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Ja, dann am Donnerstag, zack, direkt nächste LK-Klausur am Stand an. Und am Donnerstag, Nachmittag bzw. Abend, habe ich mich hier dann rangesetzt und die nächste Folge von The Legend of Zelda aufgenommen. Die wird auch ziemlich amüsant sein. Also wenn ihr alle meine Let's Plays mal dann anguckt, wenn sie rauskommen, dann dürftet ihr The Legend of Zelda nach dieser jetzigen Folge sehen. Die jetzige Folge kommt aus meiner Sicht jetzt morgen. Also ich nehme schon wieder am Freitag auf. Und Legend of Zelda dürfte aus meiner Sicht dann übermorgen kommen, also am Sonntag. Wie immer. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ist eine lustige Folge. Zumindest hat sie auch lustige Elemente. Zumindest aus meiner Sicht. Wie die meisten Folgen eigentlich von allen Let's Plays, die ich mache. Ich finde, ich habe in jedem Let's Play, was ich mache, habe ich eine unglaubliche Menge Spaß. Auch wenn es sich nicht immer so anhört. So. Ups. Und.
Sagen wir den auch. Und davon ist die letzte Seite, die wir brauchen. Okay, dann geht's schnell zurück. Wir haben ja immerhin die Forschungsmaterialien jetzt gesammelt. Zum Kinos Regierungsviertel zurück. Ja, und dann sind wir jetzt ja auch schon beim Freitag angekommen. War halt ein etwas längerer Schultag, wie die meisten Schultage. Und dann jetzt heute Abend die etwas längere Aufnahmesession von EverQuest 2. Und dann wird gleich noch ein anderes Let's Play auch aufgenommen. Wieder ein schönes Horror-Let's Play. Freue ich mich schon wieder drauf. Nicht? Doch. Klar. Boah. Also da habe ich, dieses Horror-Let's Play selber habe ich von einer Person aus meiner Stufe, die auch diese Let's Plays hier sich anguckt, habe ich empfohlen bekommen. Ich solle das doch mal unbedingt Let's Playen. Sie selber hätte sich nicht mehr weitergetraut bis zu nach einer Tür. Und da muss ich jetzt, wie heißt es, denjenigen, in Anführungsstrichen Dummkopf sein, der dann sich da hinstellt und das da mal eben schnell Let's Playt. Ist ja auch nichts Schlimmes dran. Ist ja nur ein Spiel. Auch wenn man sich in dieses Spiel ziemlich stark rein vertiefen kann. Oder generell in diese Horror-Games. Boah. Kommt mir jetzt schon das Schaudern, wenn ich gleich dran denke, was ich da aufnehmen kann. Muss, wie auch immer. Vor allem der Trailer des Games sah schon genial aus. Also es ist auf jeden Fall ein kostenloses Indie-Game, wird es sein. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch spielen. So. Ihr seid unversehrt zurückgekehrt. Und ich habe gehört, dass eure Arbeit den Verteidigern von Sternkrone sehr zu Hilfe kam. Eure Leistung wirft ein gutes Licht auf das Concordium. Und meine Wenigkeit. Bei eurer Untersuchung der Magie des Ketzers ebenso erfolgreich wie euer Massaker an den Untoten? Ja, der Ketzer hat seine Forschungsnotizen verloren. Die Blätter sind in den ganzen Distrikt verteilt. Das ist ein viel besserer Fund, als ich zu hoffen gewagt habe. Diese Seiten, auch wenn sie unvollständig sind, sollten uns einen guten Einblick in seine Arbeit geben und uns ermöglichen, eine Strategie zur Befreiung der Gemeinde von den Untoten zu entwickeln. Hervorragend. Soll ich gleich mit der Arbeit anfangen? Zack. Diese Forschungsergebnisse sind komplex. Ich werde eine Weile brauchen, um sie zu entziffern. Ich rufe euch, wenn ich eure Hilfe brauche. In der Zwischenzeit wäre es wohl am besten, wenn niemand erfährt, dass sie dieses Wissen besitzen. Ich wahre das Geheimnis fürs Erste. Greetings. Okay, wir haben jetzt hier bei dem auch die Questreihe erledigt. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gibt es noch irgendwo hier in Kinos eine schöne Questreihe. Die muss ich nur eben kurz raussuchen, wo wir da hin müssen. Ohne Momento, ich guck gerade schon wieder im Netz. Aha. Ach ja, genau, klar. Boing. Ist ja nicht schwer. Eigentlich. So, das ist das. Racial Crest. Racial Crest haben wir auch schon längst gemacht, normalerweise. Da gibt es auch keine Fortsetzung. Okay, wir haben jetzt nur noch eine Questreihe hier in Kinos, die wir machen können. Und die werden wir jetzt auch direkt machen, würde ich sagen. Dafür müssen wir rüber in den Kinoshafen. Und wir haben hier wieder unsere schönen Texturladefehler, warum auch immer. Ich vermute, das liegt darin, dass Fraps sich die Festplatte mit EverQuest 2 teilt und die Festplatte nicht ganz hinterherkommt. Muss mir unbedingt mal noch eine zweite Festplatte anschaffen, auf die ich dann nur Fraps laufen lasse. Also, dass Fraps da drauf schreibt, sodass die Spiele alle unabhängig von Fraps laufen können. Naja, wir sind ja gut dabei jetzt hier. Es geht wieder weiter. Ich glaube, ich habe den Questgeber hier auch schon mal erwähnt. Den Murashah, der müsste hier jetzt eigentlich gleich stehen. Er müsste hier stehen.
Erstmal spreche ich mal kurz mit Rollenberater. Hallo. Aha. Murasha, Gesandter der Königin Antonia Bell. Well met. Ah, Son. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich habe auf euch gewartet. Hallo Murasha. Ich hoffe, es geht euch gut. Danke. Es geht mir gut. Und es freut mich, dass es euch auch gut geht. Willkommen in Kinos, der Stadt des Lichts und des Leuchtfeuers der Hoffnung auf Norad. Wenn ich mich nicht täusche, hat es in der Stadt einige Veränderungen gegeben. Das ist richtig. Königin Antonia hat befohlen, dass überall in der Stadt einige Arbeiten vorgenommen werden. Hauptsächlich, um Probleme mit alten Strukturen zu beseitigen und grundlegende Verbesserungen durchzuführen. Ich verstehe. Scheinbar recht viele Arbeiten. Hat Kinos das Geld, diese Veränderungen vorzunehmen? Die Königin hat das meist aus ihrer eigenen Tasche bezahlt. Sie hat den Zirkel der Zehn um mehr Unterstützung gebeten, weil es noch viel Arbeit zu tun gibt. Besonders an den Festungsmauern und den Häfen. Leider stimmen nicht alle mit ihr darin überein, dass die Arbeiten notwendig sind. In der Bürokratie gefangen? Was? Man sollte meinen, als Königin könnte sie ihnen einfach befehlen, ihr zu geben, was sie benötigt. Das könnte sie wohl. Doch Königin Antonia glaubt an das Recht und sieht es vor, so viel wie möglich innerhalb ziviler Leitlinien zu handeln. Sie macht ihr Hoheitsrecht nur geltend, wenn sie der Meinung ist, dass es für die Sicherheit Kinos und seiner Bürger von entscheidender Wichtigkeit ist. Wann ist das geschehen? Vielleicht habt ihr von unserer Verbindung mit dem neuen Vereinten Reich gehört. Das war an Königin Antonias alleinige Entscheidung. Sie hat den Zirkel der Zehn nicht konsultiert, bevor sie Lukans Bedingung zugestimmt hat und der Allianz beigetreten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit dieser Entscheidung beliebt gemacht hat. Besonders, da Kinos Ressourcen für das Vereinte Reich abgestellt werden. Im Allgemeinen genießt die Königin die Unterstützung der Bürger von Kinos. Und sie tut ihr Möglichstes, um ihnen zu helfen. Selbst in schweren Zeiten wie diesen. Manchmal können ihre Entscheidungen zu Unzufriedenheit führen. Doch das nimmt sie in Kauf. Vielleicht wäre das Beste, wenn ihr euch selbst einen Eindruck über ihr Ansehen verschafft. Wie meint ihr das? Sprecht mit ein paar Leuten in der Stadt. Hier, ich gebe euch einige Namen. Findet heraus, was sie zu sagen haben. Und kommt dann zu mir zurück. In Ordnung, ich kehre bald zu euch zurück. Ein Funken Hoffnung. Im Hafen, bei der Urk von Akanon. Die ist ja hier hinten. Texturen, komm zu mir. So, hier sind wir bei der Uhr. Und hier vorne müsste der oder diejenige sein. Wir müssen ein bisschen warten, wieder mal. Und in der Ferne hört man das Glockengeläut der Uhr von Akanon. Echt extrem authentisch gemacht, wenn sie hier da dieses Glockengeläut noch mit einbauen und so weiter. Finde ich ja immer ganz schlecht solche... Finde ich immer ganz schön solche Kleinigkeiten. So Spielereien gehören einfach dazu. Na, oh, Mensch. Na bitte, jetzt ist sie doch da. Hallo. Hallo, willkommen in Kinos. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Seid ihr aber froh gelaunt? Warum auch nicht? Ich habe ein gutes Leben und ein schönes Zuhause. Natürlich gibt es einige Probleme. Die Königin wird sich darum kümmern. Dessen bin ich da. Ach ja? Und woher wisst ihr das? Was meint ihr denn? Niemand anderes setzt sich mehr für diese Stadt ein. Sie arbeitet hart für unsere Sicherheit und hat während ihrer Zeit als Königin einige schwere Entscheidungen getroffen. Ich möchte ganz bestimmt nicht in ihrer Haut stecken. Ich verstehe. Ihr seid also damit einverstanden, wie Königin Antonia die Dinge gehandhabt hat? Aber natürlich.
Sie hat großartige Arbeit geleistet, sich um Kinos zu kümmern. Und ich bin sicher, das wird sie auch in Zukunft fortsetzen. Es war schön, mit euch zu sprechen. Lebt wohl. Also eine Person, die rundum begeistert war. Von Antonia. Was auch sonst. Wir gehen mal weiter nach Südkinos. Oh, das regt mich auf mit diesen scheiß Texturladefehlern hier in Kinos. Also ich bin froh, wenn wir hier wieder raus sind. Ich meine, es ist eine schöne Questreihe hier, aber es nervt einfach nur, wenn die Texturen nicht geladen werden. Muss man echt mal sagen, so. Ganz ehrlich, ich wünsche mir schon fast einen längeren Ladebildschirm, wenn dadurch dann zumindest alles richtig geladen wird. Aber es ist schon krass, wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon bei über 70 Folgen EverQuest 2 angekommen sind. Ich will mir das gar nicht ausmalen. Also ich meine, wir sind ja wirklich genial lange schon hier dabei und immer noch auf dem besten Wege, immer weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen. Mushif Aniki. Ist das ein R oder eine Sie? Ist ein R, ne? Hello. Okay, ne. Damit wären Sie irgendwann im ältesten Zeitalter verschwunden. Oh, entschuldigt bitte. Braucht ihr etwas Bestimmtes? Dies scheint ein seltsamer Ort zum Studieren zu sein. In der Tat. Und man wird ständig unterbrochen. Aber da ich nicht mehr zu meinen Studien gelangen kann, ist dieser Ort so gut wie jeder andere. Warum konntet ihr nicht mehr dorthin gelangen? Wegen des Aufruhrs in der Gemeinde Sternkrone. Zuerst ist dort niemand mehr sicher. Wenn ich es mir genau überlege, ist im Moment keines der kleineren Wohngebiete ein angenehmer Ort. Ich verstehe, was ist geschehen? Wo seid ihr denn gewesen? Man hört die Gerüchte überall. Getuschel über Gnolle im Weidenwald, überdimensionale Portale in der Bubelaue, über den Wahnsinn im Grausteinhof, um nur einige zu erwähnen. Bei allem Frieden und der Freiheit ist Kinos im Augenblick ein unwirtlicher Ort zum Leben. Wie ist das passiert? Oh, das weiß ich nicht genau. Ich will nur, dass sich die Königin darum kümmert. Ich weiß, dass sie im Augenblick viele Sorgen hat. Doch sie muss sich auf die Stadt und ihre Probleme konzentrieren. Wenn sie es nicht tut, wird sie vielleicht zusehen müssen, wie die Leute ihre Sachen packen und die Stadt verlassen, um an einem sicheren Ort zu leben. Ich sollte mich auf den Weg machen. Vielen Dank für eure Zeit. Und jetzt müssen wir nochmal rüber zu dem Waffenladen in Nordkinos. Wieder mit schönen Texturladefehlern. Warten wir mal einen Moment, damit zumindest jetzt mal hier einmal vernünftig hier durchreiten können. Und ich denke mal, wenn wir dann hinterher beim Waffenladen in Nordkinos waren, dann machen wir auch einen Folgenschnitt und dann kommt die nächste Folge. Ich meine, wenn man bedenkt, wir haben ja auch in dieser Folge dann schon wieder eine ganze Quest gemacht bald. Boah, wenn man bedenkt, eine Quest 20 Minuten. Na gut, ich lese jetzt aber auch vor, aber trotzdem. So. Na, auf jeden Fall. Eine Quest 20 Minuten mit Vorlesen. Und EverQuest hat ungefähr ein paar tausend Quests. Gefühlte, ich glaube, es sind nicht nach einer aktuellen Zählung irgendwie 8000 Quests oder sowas. Das heißt, wir werden, ja, im schlimmsten Falle mindestens 8000 Folgen EverQuest 2 haben. Tendenz steigen, weil ja ständig neue hinzukommen. So, während hier noch weiter geladen wird, genießen wir hier unseren... Ja, weil das, ich, wie ihn, das Tier heißt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und laden, und laden, und laden, lade, 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 lade. Na, das ging doch schon mal relativ flott. Auch wenn noch nicht alles geladen wird. Hier zum Beispiel hier links das Gebäude. Oder geradeaus ein bisschen was.
Ja, laden. Weiter. Hopp. Oh, das ist eine Katastrophe. Also, was sie hier sich zurecht programmiert haben mit der Zone, ist ein bisschen kacke. Dass man hier ständig, während man hier durchreitet, geladen werden muss. Das ist doch totaler Schwachsinn. Eine Zone sollte immer so programmiert sein, dass alles, was man braucht, entweder sofort da ist oder so geladen wird, dass es absolut überhaupt gar keine Probleme macht. Und nicht so ein Mist hier. Ich meine, ich sehe hier so nicht mal, wo ich hin muss. Och Mensch. Ja, jetzt sehe ich hier alles relativ gut. Gut. Ich glaube, ich muss nach oben in die obere Etage. Naja, so viel zur oberen Etage. Vielleicht hier im Nachbarraum. Nachbarraum, in Anführungsstrichen. Aber hier draußen könnte die sein oder dort drin. Ich muss mal hier ein bisschen hin und her gucken. Wir können aber eben einmal kurz unsere Ausrüstung reparieren. Oh, ist alles repariert, okay. So, jetzt könnte... Da ist er. Talit. Hallo, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Nichts Bestimmtes. Auf meinem Weg durch die Stadt habe ich einige der Arbeiten gesehen, die ausgeführt worden sind. Ah ja, die Arbeit am Palast. Großartig, dass er jetzt viel besser aussieht. Ganz großartig. Was meint ihr damit? Wie es aussieht, sind überall in der Stadt Verbesserungen vorgenommen worden. Oh, natürlich. Aber seht es euch doch an. Die meiste Arbeit wurde am Palast ausgeführt. Diejenigen, die über uns stehen, kümmern sich zuerst um sich selbst. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Wurden nicht auch Arbeiten an den Mauern der Stadt vorgenommen? Ja, ein paar. Aber das ist nichts im Vergleich zum Palast. Es ist genau wie ich gesagt habe. Die Königin kümmert sich um sich selbst. Vielen Dank für eure Zeit. Lebt wohl. Tja, wir müssen zu Murasha zurückkehren. Doch diese Rückkehr, die wird es erst in der nächsten Folge geben. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.